Für elektrische Maschinen, die fest mit dem Versorgungsnetz verbunden sind, aber deren Nennstrom 16 Ampere übersteigt, beziehungsweise deren Motorleistung mehr als 2 kW beträgt, ist die Installation eines Hauptschalters unerlässlich. Dieser Schalter ermöglicht eine zuverlässige Trennung der elektrischen Maschine vom Stromnetz. Selbst wenn die elektrische Maschine über eine Steckvorrichtung angeschlossen ist, bleibt ein Hauptschalter notwendig. Die Konstruktion des Hauptschalters muss hohen Anforderungen genügen, um eine sichere und zuverlässige Funktionalität zu gewährleisten. Damit wird sichergestellt, dass die elektrische Maschine jederzeit effektiv und sicher vom Stromnetz getrennt werden kann. Der Hauptschalter sollte in der Lage sein, alle aktiven Leiter der Netzeinspeisung zu trennen, wobei im TN-System der Neutralleiter nicht geschaltet werden muss. Um Bedienungsfehler zu minimieren, sollte der Hauptschalter lediglich zwei Schaltstellungen haben, nämlich eine Aus- und eine Einstellung. Diese beiden Schaltstellungen sollten eindeutig mit den Kennzeichnungen 0 und 1 versehen sein.